Ja, vielen Dank, lieber Martin, für die Einladung, dass ich mal wieder was zum Impfen erzählen darf. Das mache ich ja nachgewiesenermaßen gerne. Zu Corona werde ich jetzt nicht viel sagen, aber außer vielleicht, dass die Impfquote in der letzten Woche für Grippe in der Praxis nochmal deutlich gestiegen ist. Also ich danke schon vernünftigen Virologen, auch dem einen oder anderen Politiker und auch den Medien, dass sie da nochmal klargestellt haben, wie eigentlich so das Verhältnis ist und dass wir eine Erkrankung haben, die jedes Jahr, wie du sagst, mindestens 20.000 bis 25.000 Menschen dahin rafft und gegen die man sich impfen kann, sehr unproblematisch und sehr gut verträglich. Plötzlich, wenn aber irgendein anderer Keim aus dem geheimnisvollen Orient emporsteigt, dann hat man plötzlich mehr Angst davor. Aber wir werden sehen. Es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen Glaskugel schauen. Wer weiß, was der Coronavirus noch so treibt und was dann in den nächsten Wochen noch so auf uns zukommt. So, Prävention, genau. Und Impfung. Was ich versuche jetzt zu machen, ist so ein kleines Motivationstraining fürs Impfen an sich. Weil meine Erfahrung über viele Jahre beschäftigt mit Impfen ist, dass tatsächlich es teilweise wirklich ein Motivationsproblem ist bei allen Beteiligten. Und immer den Patienten zu sagen, oder die sagen, der Patient ist schuld und die bösen Impfgegner und überhaupt ist wie immer nur die halbe Wahrheit. Auch die Ärzteschaft ist nicht unbedingt immer nur zu loben, wenn es um Impfungen geht. Und als stolzer und überzeugter Hausarzt muss ich auch mit weniger Stolz zugeben, dass gerade die Hausärzte nicht unbedingt immer in jedem Fall die Speerspitze des Impfens in Deutschland darstellen. Im Gegenteil, dadurch, dass wir als Hausärzte, wo Hausarzt draufsteht, ist ja alles Mögliche drin. Und da ist oftmals ja auch sehr alternativ medizinische Ansätze drin. Und da gibt es natürlich dann teilweise auch ganz gut nachweisbare Korrelationen zwischen Ablehnen, dem Impfen und Angebot alternativer Therapien bis hin zu heißen Steinen, die man dann auflegt, wenn man die Homepages anschaut. Aber gut, lassen Sie uns nicht ausufern. Ich möchte Sie heute ein bisschen engagieren und motivieren zum Impfen. Und abgesehen von dieser Grundmotivation, glaube ich, ist der nächste Punkt, den wir alle überwinden müssen, einfach die Verunsicherung. Und wenn es um rheumatologische Erkrankungen geht, so geht es mir zumindest, bin ich heilfroh, dass wir Rheumatologen in der Nähe haben, weil meine eigene Kompetenz und meine eigene Motivation, mich dann auch mit den verschiedenen Antikörperklassen zu beschäftigen, lässt dann irgendwann auch nach. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es die Rheumatologie gibt, aber rheumatologische Erkrankungen machen halt auch einfach Angst. Angst darin, was kann ich denn da machen und impfen? Und wenn der Begriff Autoimmun oder Autoinflammatorisch dazu kommt, wird man noch nervöser und denkt sich, oh Gott, dann mache ich lieber nichts. Ein gutes Beispiel ist ja immer die Multiple Sklerose, wo es inzwischen wirklich knallharte Daten gibt, dass eine Tetanusimpfung sogar protektiv wirkt, Schub schützt auch andere Impfungen, aber sie trotzdem wahrscheinlich noch viele Kollegen finden werden, die sagen werden, oh Gott, bei der MS mache ich lieber gar nichts. Und es ist natürlich bei rheumatologischen Erkrankungen leider auch ähnlich und gerade diese Patienten aufgrund der Grunderkrankung, aber auch aufgrund der Immunsuppression, die geht es vor allem, brauchen Impfungen dringender als alle anderen. Martin hat mich schon vorgestellt, ich bin Hausarzt eben hier in Martinsried. Es ist tatsächlich Luftlinie, kann ich wirklich rüberspringen fast. Und ich habe das Institut für Allgemeinmedizin an der LMU gründen dürfen. Als DEGA-Mitglied möchte ich trotzdem, oder die anderen haben das jetzt nicht gesehen, aber ich muss meine Interessenkonflikte noch kurz offenlegen. Ich habe schon mal Beratertätigkeiten geleistet. Ich habe auch schon mal bezahlte Vorträge geleistet. Ich war auf einem Kongress, da wurden mir auch die Kongressgebühren bezahlt. Und ich habe auch entsprechende schon mal Drittmittel Gelder erhalten und ich verdiene Geld mit der klinischen Prozedur, über die ich berichte, nämlich im Rahmen meiner Tätigkeit extra budgetär und ungedeckelt. Der Überblick ganz kurz, welche Impfungen bei Immunsuppressionen sind eigentlich notwendig und sinnvoll, so als kleiner Überblick. Dann eben die Frage, wie kann man das besser machen zum Thema Impfmanagement, vor allem elektronisches Impfmanagement und dann halt, was ganz, ganz entscheidend ist, wie können wir diese Schnittstelle Hausfacharzt einfach weiter mit Leben erfüllen, positiv gestalten. Auf der einen Seite ist die Kompetenz da für die Erkrankung, die Diagnostik, auch die Therapie, auch das Wissen um die Substanz möglicherweise, wie weit die immunsuppressiv wirkt oder nicht, aber dann eben oftmals nicht die Motivation oder Freude am Impfen. Da gibt es, wie gesagt, immer sehr rühmliche Ausnahmen, aber oft wird dann doch in der Primärversorgung geimpft und wie kriegt man einfach diesen Transfer gut hin. Eine Folie müssen immer alle sehen, die meine Vorträge hören, gibt es auch so eine Folie. Das ist nochmal eine ganz alte Daten von 99, da sehen Sie einfach nochmal die Zahlen der Krankheitsbilder.
wieder maximal im deutschsprachigen Raum und dann eben der Rückgang in den 90er Jahren. Und das sind natürlich Quoten, da kann der beste Antikörper nicht mithalten, da kann die tollste Diabetestherapie nicht mithalten. Einfach um das nochmal kurz sagen zu lassen, Impfen ist die beste und effektivste medizinische Maßnahme, die wir überhaupt haben. Und hier der berühmte Eisberg, der auch immer vorkommt. Hier wird immer darüber diskutiert, was nutzt das Impfen mir oder meinem Kind als externalisiertem Ich. Aber der Haupteffekt des Impfens liegt unter der Oberfläche und nutzt der Gesellschaft was. Und nutzt vor allem auch, und das ist natürlich jetzt, klingt etwas mit Pathos unterlegt, aber es nutzt natürlich auch meinem kranken Nachbarn. Und es nutzt natürlich auch den Geschwistern des Kindes, die vielleicht dann dadurch auch mitgeschützt werden. Und es wird immer gern vergessen, Impfen hat teilweise wirklich einen sehr egozentrischen Aspekt inzwischen bekommen. Und darum geht es eigentlich nicht. Impfen ist grundsätzlich auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und eine Verpflichtung, und hier ein schönes Bild aus Wikimedia Commons um 1900, es wird hier geimpft, in den Praxen. Wir wissen, dass Impfen nicht DRG-relevant ist, das heißt, ein Krankenhaus wird Impfen in großem Stil nicht anbieten. Es gibt heroische Kolleginnen und Kollegen, Chefärzte, Oberärzte, die Ambulanzen haben, die auch impfen. Aber davon auszugehen, dass die Patienten durchgeimpft ein Krankenhaus verlassen, glaube ich, wird Illusion bleiben, auch in der Zukunft. Und deswegen wird hier geimpft. Und wenn wir es nicht machen in der Praxis, dann wird es wahrscheinlich keiner machen. Und es gibt wenig Zweitmeinungen beim Impfen. Wenn ein Mensch in Deutschland einen gelben Pass einem approbierten Menschen in die Hand gibt und sagt, schau da mal rein, und der schaut rein und macht und gibt den zurück, ist die Sache an einer 100% grenzender Wahrscheinlichkeit erledigt. Die Chance, dass er nochmal jemanden fragt und nochmal jemanden fragt, wie er es vielleicht bei der Hüft-OP oder beim Augeneingriff machen würde, ist insgesamt relativ gering. Also es ist eine echte Verpflichtung. Sie sind beim Impfen nicht die erste, sondern oft auch die letzte Verteidigungslinie. Und das muss einem bewusst sein. Und dann gibt es halt einfach dieses Bermuda-Dreieck hier, zum Beispiel jetzt beim Impfen, hier Immunsuppression. Da sitzt der Hausarzt, der Rheumatologe, vielleicht auch noch andere Fachgruppen. Und irgendwo ist immer die Frage, wer kümmert sich drum? Und wir kennen das von vielen Dingen. Wir kennen das von den Dialysepatienten, wo der Nephrologe dann sagt, der Hausarzt wird schon machen, oder der Hausarzt sagt, naja, der ist ja eh immer in der Dialyse. Und auch hier ist natürlich eine gefährliche Verbindung da. Macht es jetzt der Rheumatologe, das Medikament verordnet, macht es dann doch der Hausarzt, und der Patient geht dann in diesen Bermuda-Dreieck teilweise leider verloren, muss man sagen, und wird am Schluss gar nicht geimpft. Keiner macht's. Das ist einfach Realität. Als Beispiel, die Impfquote für Pneumokokken bei Immunsuppression in Deutschland, geben Sie mir eine Zahl, was würden Sie schätzen? Immunsupprimierte Menschen, die können eine Pneumonie bekommen, die können auch an der Pneumonie sogar versterben. Was schätzen Sie? 4,4%, ja, also ungefähr. Also das nur als Beispiel, das ist niedriger als der Standardimpfung. Und da müssen wir einfach dran denken, dass dieses Bermuda-Dreieck, dass wir uns da reinwagen, und entweder hier von Puerto Rico aus nimmt der Rheumatologe ein schönes Schiff und fährt hier rein in den Strudel, der Hausarzt ist auf dem Atlantik verloren, warum ich das psychologisch so gemacht habe, weiß ich nicht, auf jeden Fall der Nephrologe sitzt in Florida, also irgendeiner wird schon irgendwie hinkommen. So, jetzt zu den Impfungen an sich. Ja, Impfungen helfen und auch gegen die Krankheiten. Schauen Sie mal hier ein Bild von einer Krankheit. Wenn ich das heutzutage Studierenden zeige, dann wissen viele wirklich überhaupt nicht mehr, was es ist. Haben keine Ahnung mehr, was es für ein Krankheitsbild gewesen sein könnte, wenn die Menschen da in diesen komischen Kisten liegen. Aber diejenigen und hier im Raum hoffentlich, die denken alle, dass es ein klassischer Saal mit eisernen Lungen ist, zu einem Zeitpunkt, als die Polio noch eine Krankheit war, die jeden Sommer mehr oder weniger automatisch durch die Schulen, Kindergärten und Jugendzentren der Welt wanderte und Kinder dahin gerafft hat, gelähmt hat und in die eiserne Lunge gezwungen hat. Zum Impfen bei Immunsuppression, zu den Basics. Es sind eben die Basics und Sätze, und die klingen ganz einfach und eigentlich denkt dann jeder, ja, die kenne ich schon, aber es ist trotzdem immer wichtig, sie zu wiederholen. Im Idealfall sollte die Immunisierung vorher gemacht werden. Das ist bei onkologischen Patienten, die auch immunsupprimiert sind, nahezu unmöglich, weil ein onkologischer Patient hat im Augenblick ein anderes Ziel. Er möchte möglichst schnell operiert, bestrahlt, behandelt werden. Bei gastroenterologischen Patienten erlebe ich das auch tatsächlich leider sehr, sehr selten, dass die Patienten dann bei ihrem Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, sich dann einmal die Woche irgendwas spritzen, dass dann noch viel über Impfungen geredet wird. Und nephrologisch ist auch schwierig. Ich sehe tatsächlich die Rheumatologie einfach auch wegen der großen Zahl der Patienten, die zunehmen, der großen Zahl der zunehmenden therapeutischen Möglichkeiten, auch der Gesellschaft, die natürlich älter wird und damit möglicherweise auch die eine oder andere rheumatologische Erkrankung dazukommt, dass hier eine Riesenchance ist, weil halt bei vielen rheumatologischen Erkrankungen zum Glück der Druck nicht so drastisch ist wie vielleicht in der Onkologie. Er ist auch drastisch, und jeder Patient, der die Beschwerden und Schmerzen hat, der möchte möglichst bald behandelt werden. Aber wir haben vielleicht manchmal eine Zeitlücke, aber dazu muss diese Lücke einfach erstmal erkannt, definiert und umgesetzt werden. Und dann die einfache Regel, die immer gilt, und auch die ist
scheinbar einfach, aber sie muss in unser aller Hirn immer wieder reingehämmert werden. Sie können einen immunsupprimierten Patienten zu jeder Tages- und Nachtzeit, an jedem Wochentag und immer jederzeit totimpfen. Sie werden das beste Ergebnis haben. Ja, totimpfen, genau. Und Sie lachen zu Recht deswegen, ist nämlich gestern erst in der Praxis passiert, da habe ich gesagt, genau dasselbe, da kam er rein ins Zimmer und dann habe ich die Patienten da und habe ich gesagt, ja, ist super, bei Ihnen können wir totimpfen. Und die Reaktion war genauso, wie Sie es jetzt erwartet haben. Und da habe ich gesagt, nein, totimpfen ist das Gute, das ist was Schönes, das ist was richtig Gutes, weil da können Sie bedenkenlos loslegen und das können Sie wirklich machen. Natürlich idealerweise vor Beginn der Therapie, aber auch immer zwischendrin. Entschuldigung, nicht das Dümmste vielleicht, aber eine der dümmsten Sachen ist zu sagen, oh Gott, jetzt hat er Therapie, jetzt mache ich erstmal wieder nichts. Gerade unter der Therapie bitte, bitte auch an die Impfungen denken. Natürlich idealerweise zu dem Zeitpunkt, wo die Immunsuppression dann vielleicht niedriger ist, sich schon wieder eingependelt hat oder wo man vielleicht mal kurz Pause macht, die MTX-Spritze mal weglässt für eine Woche oder zwei und dann diesen Gelegenheit nutzen. Aber an sich einfach immer impfen und im Zweifelsfall das einfach probieren. Natürlich werden Sie möglicherweise nicht so gute Antwort haben darauf, aber es geht ja nicht um 100% und schwarz und weiß, es geht um Risikoreduktion und die erreichen Sie damit. Und bei den meisten Patienten wird ein guter Impfschutz erreicht. Das wissen wir, dafür gibt es gute Daten und darauf kann man sich auch ein bisschen ausruhen. Ausnahme hier sind bestimmte Antikörper, vor allem hier das Rituximab, die wirklich so, sage ich mal, immunologisch destruktiv wirken, dass da praktisch kaum mehr was passiert. Also da ist schon gut, wenn man es vorher wirklich gemacht hat. Da ist die vorige Impfung schon ganz, ganz entscheidend. Und dann gibt es die zweite Regel, die man sich eben auch merken kann, wieder ins Leben zurückzuimpfen, gewissermaßen nach den ganzen Totimpfungen, ist leider schwierig, denn Lebendimpfstoffe würde ich grundsätzlich nicht verabreichen. Und da bin ich jetzt auch so konservativ, ich sage, wenn Sie nicht so impffanatisch affin sind und sich damit auch wirklich detailliert beschäftigen, machen Sie es lieber im Zweifelsfall nicht, diskutieren Sie es dann wirklich mit dem behandelten Kollegen, zum Beispiel mit dem Rheumatologen, überlegen Sie es oder schauen Sie, ich zeige Ihnen nachher ein paar Bilder, eben in die guten STIKO-Empfehlungen rein, wo man es wirklich machen kann. Natürlich können Sie es machen, aber erstmal grundsätzlich lieber nicht. Es ist aber ja gar nicht so dramatisch, weil es gibt ja praktisch keine Lebendimpfungen mehr. Masern, Mumps, Röteln, Windpocken noch, die ja meistens, so Gott will, und die Eltern halbwegs brav sind, bei den Kindern schon fürs Leben abgeschlossen ist. Die haben zwei MMRVs. Gelbfieber war immer ein Thema früher, ist ein bisschen entspannter geworden, weil sie im Leben nur noch eine Gelbfieberimpfung brauchen. Und wenn die auch schon weg ist, ist die Sache erledigt. Das heißt, sonst ist ja wenig Lebendimpfungen, die man beachten muss. Und beim Herpes Zoster gab es eine Lebendimpfung, Zostervax. Wer von Ihnen hat die mal verimpft? Ah, wie immer, genau, meine persönliche Statistik, es meldet sich immer einer, wenn ich frage. Nein, der zweite, sensationell, zwei. Genau, also es ist ganz selten verimpft worden und jetzt durch das Shingrix ja abgelöst worden. Insofern haben wir da auch kein Problem mehr mit Lebendimpfung, genau. So, nochmal ganz Basics, ist Ihnen klar, sonst wären wir hier nicht gemeinsam in einer Veranstaltung der Rheumatologie und ich würde zu diesem Thema sprechen. Es ist klar, dass Patienten unter rheumatologischer Erkrankung und entsprechender Therapie deutlich häufiger an entsprechenden Infekten erkranken. Dafür gibt es verschiedene Daten, vor allem natürlich für die rheumatoide Arthritis, aber natürlich auch für all diese anderen Krankheiten. Das ist das, wofür es Daten gibt, wo man klar sagen muss, diese Krankheit allein plus die Therapie löst eine immunsuppressive Situation aus. Und wann kann man jetzt impfen? Jetzt kommt die erste Gruselfolie, keine Angst, die können Sie bei der STIKO nachschauen, die ist gar nicht so gruselig, wie Sie denken. Was macht keine große Immunsuppression? Und um es nochmal zu betonen, im Zweifelsfall sprechen Sie es mit dem Rheumatologen nochmal, der sollte ja seine Schäfchen kennen, die er einsetzt. Aber generell, das Hydroxychloroquin, Sulfalazin, Mesalazin macht relativ wenig und eben dann niedrig dosierte Glukokortikoide, die STIKO hat es eben geschrieben, unter 10 Milligramm Prednisolon-Äquivalent am Tag, also die ganzen niedrigen Dosen. Methotrexat, da ist die Grenze bei 20 Milligramm die Woche angesetzt. Das finde ich, ist eine relativ gute Hausnummer. Cyclosporin und Leflunomid in geringer Dosis. Da können Sie tatsächlich theoretisch auch lebend impfen, totimpfen. Wie gesagt, können und dürfen Sie immer und zu jeder Zeit und bei jeder Therapie. Was ist dann eine relevante Immunsuppression? Hier sagt die STIKO eben Hochdosis, Glukokortikoide, hochdosierte Basistherapeutika, immer Azathioprin und eigentlich fast alle Biologika. Und dann gibt es, ich habe sie unten nochmal zusammengefasst, also über 10, über 20, über 20, Azathioprin fast alle. Und dann ist eben hier die Satzkombination von Immunsuppression. Das ist ein bisschen schwieriger Satz, weil da keine echte Richtlinie dafür gibt, wann ist
ist 1 plus 1 2 oder 3 oder 1,5. Das ist ein bisschen schwierig, auch das muss man dann im Einzelfall überlegen und zu diskutieren. Im Zweifelsfall würde ich auch immer hier sagen, für den Impfling, wenn er vielleicht zwei Substanzen noch parallel bekommt, die sich da auch aufkumulieren oder möglicherweise einfach in der Wirkung verstärken und ergänzen, dass man da im Zweifelsfall dann lieber impft, ganz sicherlich die Basisimpfungen macht. Kommen wir gleich dazu. Wie gesagt, Lebendimpfungen bei niedrig dosierten Glukokortikoiden kann man es theoretisch trauen. Bei MTX kann man es sich auch trauen und es gilt analog für diese Substanzen, wo man es eigentlich auch machen kann. Aber, und das ist ganz wichtig, theoretisch ist alles off-label und deswegen würde ich mir das wirklich im Einzelfall gut überlegen. Aber jetzt mal aus der Praxis gesprochen, die Chance, dass ein schon etwas erwachsenerer rheumatologischer Patient wirklich die MMR noch braucht, ist sicherlich nicht null und nicht gering und viele haben es ja vergessen oder nicht gemacht oder wollten es nicht oder hatten anthroposophische Einflüsse, aber trotzdem, es ist jetzt nicht der Regelfall. Es geht meistens um andere Impfungen, meistens um Totimpfungen. Und wenn Sie es sich genau anschauen wollen, jetzt erschrecken Sie nicht, ich gehe da schnell drüber über die Folien, gibt es für jede Substanz in der neuen STIKO-Empfehlung zur Immunsuppression eine wunderbare Liste, Therapie, Wirkmöglichkeit, Lebendimpfungen, Totimpfungen jederzeit möglich, am besten 2 oder 4 Wochen vor Therapiebeginn. Lebendimpfungen möglich, ja oder nein, und noch Anmerkungen. Und da können Sie sich durcharbeiten durch die Steroide am Quensil vorbei zum Metex und Leflunomid. Und dann können Sie sich auch verschiedene beliebte Antikörper anschauen, Cimzia oder Olumiant und Esenbre natürlich, Infliximab. Und dann hier auch das ganz böse Rituximab, was ja wirklich sehr, sehr stark wirkt und wo man eben dann idealerweise wirklich schon 4 oder 6 Wochen sogar vor Therapie die Impfungen abschließen sollte. Aber gehen wir jetzt nicht im Detail darauf ein. Ich möchte mit Ihnen jetzt Zeit noch verbringen, dass wir über die einzelnen Impfungen sprechen, weil die ja spannend sind. Und die erste Krankheit, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ist natürlich die Influenza. Bitte verwechseln Sie die nicht mit dieser Erkrankung, die leider auch keine Impfung gegen die besteht und die unheilbar ist und jedes Jahr also wirklich viele, viele gute Männer fordert. Die Sterblichkeit ist doch erschreckend gering, wenn man es sich überlegt, aber der Krankheitsverlauf ist oft sehr dramatisch. Aber da können wir leider nichts dagegen machen. Wir können was machen gegen die Influenza. Und Influenza bitte auf jeden Fall. Wenn jemand immunsupprimiert ist, dann gibt es da kein Wenn und Aber. Dann sollte er diese Impfung auf jeden Fall haben in jeder Altersgruppe. Von 0 Jahren über 3 Jahre, über 22 Jahre bis hin natürlich auch zu 50 Jahren. Und dann über 60 hat man ja dann eh schon eine doppelte Indikation. Dann sollte man vielleicht die Gelegenheit auch wirklich nutzen. Und hier gibt es ganz gute Daten zum MTX zum Beispiel. Wenn man das vorher pausiert, 2 Wochen vorher, 2 Wochen nachher, dann gibt es praktisch eine deutlich bessere Impfantwort. Ob das wirklich immer so weit möglich ist, sei dahingestellt. Mal eine Woche Pause vorher, nachher ist, glaube ich, realistischer. Also ich mag die 2 hier nicht so, ich würde hier erstmal eine 1 hinschreiben. Und dann eben genau als Beispiel gibt es auch gute Daten dafür. MS kann durch Influenza verstärkt werden. Was kann Influenza noch machen? Wenn ich den Leuten erzähle, was von der Grippe an sich, wissen sie ja, wie viele reagieren. Ja, ich gehe mal in die Sauna, brauche ich nicht. Ich habe schon seit 400 Jahren kriege ich das nicht. Ich hab dieses Jahr schon die Grippe gehabt. Huhu. Also diese ganzen Sätze kennen Sie, da kann man ja könnte man ja ein Bücher drüber schreiben. Und was die Leute aber vergessen, ist Folgendes. Die Influenza ist eine Systemerkrankung, die Inflammation, eine massive Inflammation auslöst und eine massive, das sind Folien, die ich jetzt kürzlich auf einem Meeting da mal einfach runterfotografiert habe. Und es werden einfach im Laufe des Lebens steigen ja ohnehin viele inflammatorische Werte und vor allem auch thrombogene Aspekte im Blut an. Und die Influenza macht das noch zusätzlich und wir wissen einfach, dass die Kombination von Alter, von einer chronisch entzündlichen Erkrankung, zum Beispiel auch einer Arthritis, aber auch einem Diabetes und dann eben eine akute Infektion als eine Art i-Tüpfelchen obendrauf, dies Thrombose fast zum Überlaufen bringen kann. Und wir wissen, dass in den ersten Monaten nach Influenza das Thromboserisiko deutlich ansteigt. Und das ist das, was die Leute dann vergessen, weil da wird kein Zusammenhang gebracht. Die kriegen dann 5 Monate später ihre Lungenembolie oder ihre Thrombose. Und möglicherweise war die Influenza der Auslöser, weil diese Interleukinspiegel speziell nach Influenza sehr, sehr langsam nur abfallen und sehr lange noch sehr im Blut bleiben. Was wir auch wissen inzwischen aus guten Analysen, dass das Risiko, einen Herzinfarkt, also ein kardiales Ereignis zu bekommen, durch Rauchstopp, Statine und Blutdrucksenker beeinflusst werden kann. Aber wenn Sie die Statistik anschauen, ist die Influenza-Impfung etwa im selben Bereich. Und ganz ehrlich,
jeden Abend ein Statin essen sorgt bei vielen für mäßige Begeisterung. Blutdruck zu senken, wissen Sie selber, ist ein spannendes Compliance-Thema. Vom Rauchen aufzuhören und von der Gewichtsabnahme gar nicht zu reden. Und mit einem Piekser so viel zu erreichen, ist, finde ich, etwas, was man auch nicht vergessen darf. Dann noch ein Aspekt, der ganz wichtig ist, auch den Kinder Influenza geimpft werden. Das passiert ja in Deutschland leider noch nicht als Standardempfehlung, aber in anderen Ländern. Dann sinkt auch die Zahl der Otitis Media Infektionen auf jeden Fall deutlich ab. Und das wäre sicherlich mal ein Grund, da vielleicht auch mal die Eltern zu motivieren, wobei die Chance im Augenblick in Deutschland alle Kinder Influenza zu impfen mäßig ist, aber als Beispiel in England zum Beispiel ist es ja eine Standardimpfung. Und der letzte Punkt vielleicht, den wir immer noch nicht vergessen dürfen, Influenza ist ein Virusinfekt und braucht keine antibiotische Therapie, aber man kriegt oft Superinfektionen und es werden sehr viele Antibiotika immer noch verschrieben, einerseits im Rahmen einer Fehldiagnose der Influenza-Pneumonie oder eben durch die Superinfektion, und Influenza-Impfungen verhindern statistisch signifikant natürlich auch entsprechende Resistenzen bei Antibiotika. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Letzte Folie dazu noch ganz kurz für Sie als Erinnerung. Wir haben seit diesem Jahr, das war jetzt das Fax, was dieses Jahr im April kam, ja 4 Möglichkeiten. Und das sind die 3 Hühnerei-basierten Impfstoffe. Und das ist der zellbasierte Impfstoff, der bei Hühnereiweißallergie gegeben werden kann. Und der möglicherweise ein bisschen bessere Wirksamkeit hat gegen die A-Influenza, weil er im Ei nicht kein Antigen-Shift hat. Wir werden sehen, wie es nächstes Jahr ist. Die wenigsten wussten, dass sie den hätten auch bestellen können. Er ist natürlich ein paar Cent teurer. Ich will jetzt hier auch in keinster Weise, ich habe 10 Stück bestellt und ungefähr 1000 von den anderen, aber nur, dass Sie es wissen, Sie können problemlos bei jemandem, der mit dem Impfstoff nicht auskommt oder der Angst hat oder irgendwas gehört hat vom bösen Ei oder so, können Sie es machen. Wird nächstes Jahr genauso sein. So, also Influenza impfen wir jetzt auf jeden Fall schon mal jeden. Das machen wir ja vorher schon, jetzt machen wir es noch engagierter. Jetzt kommt die nächste Impfung, die man nicht vergessen darf. Und zwar ist das die Impfung gegen den Freund des alten Mannes hier, Pneumonia, the old man's friend. Stonewall Jackson hier, der berühmte General im Civil War, ist ja dann gestorben an einer Pneumonie. Und zwar, als man ihn vom Schlachtfeld getragen hat, da hat er eine Lungenquetschung bekommen. Und weil er nämlich vom Stretcher runtergefallen ist, weil die auch sehr, sehr interessant ist, mal zu hören, haben sie ihn runterfallen lassen, eine Lungenquetschung, ist dran gestorben. Und so war das ja lange immer, die Lungenentzündung als der Freund des alten Mannes, die Erlösung. Man sieht hier, alle halten die Hand und dann schläft er friedlich ein und hat nochmal an Gott gedacht und alles wunderbar. Aber wir wissen ja, dass das eben nicht so ist, die Pneumokokken. Die Pneumokokken sind eine Erkrankung, die Pneumokokkenpneumonie, die für Wochen bis Monate die Leute lahmlegen kann. Wenn man den Begriff der Frailty erwähnt, dass die dadurch gesteigert wird, der Muskelabbau, die Immobilität, das Thromboserisiko. Natürlich kann man heutzutage mit einem Antibiotikum das gut erwischen. Wir wissen alle, dass Amoxicillin und Clavulansäure eine tolle Sache ist. Aber trotzdem kann es dann Wochen bis Monate dauern, gerade beim alten Menschen. Das ist nicht der Freund des alten Menschen, der Pneumokokke. Und deswegen bitte lassen Sie uns bekämpfen durch eine Impfung. Und wenn wir ihn bekämpfen als Impfung, dann bitte immer sequenziell. Und zwar nichts nur mit dem PPV23, den klassischen Standardimpfstoff, den Sie ab 60 verwenden, sondern dann müssen Sie beide aus der Kiste holen, den Prevenar 13 und den Pneumovax. Und sequenziell heißt erst der, dann der. Wenn der schon geimpft ist, impfen Sie halt den hinterher, da passiert auch nichts. Aber Standard wäre erst der, weil der immunologisch ein bisschen anders wirkt und besser wirkt, und dann den obendrauf. Der Mindestabstand ist 2 Monate. Besser ist es aber wegen der Boosterung 6 bis 12 Monate. In der Immunsuppression heißt das realistischerweise, bevor es losgeht, der, und dann im nächsten Jahr, wenn mal eine gute Zeit ist, dann den anderen obendrauf. Sie müssen den anderen nicht noch reinquetschen, weil dass Sie 2 Monate warten bis zur immunsuppressiven Therapie, glaube ich, da werden die Leute unruhig werden. Also es bedeutet Prevenar 13 und dann den anderen nachgeben. Und alle Auffrischungen immer nur noch mit dem Pneumovax. Also bitte dran denken, das schaut dann in der STIKO so gruselig aus. Schauen Sie mal hier. Entscheidend ist es, hier steht es, immunsuppressive Therapie, zum Beispiel wegen Autoimmunerkrankung. Und da ist eben sequentielle Impfung mit dem 13-valenten Konjugatimpfstoff Prevenar 13, gefolgt von PPSV23, dem 23-valenten Polysaccharidimpfstoff nach 6 bis 12 Monaten. Genau, also das ist das. 2-mal Pneumokokken, so, das ist die Sache. 1-mal Influenza, 2-mal Pneumokokken. 1-mal, 2-mal, jetzt kommt 3-mal. Was kommt 3-mal? Hepatitis, genau. Hepatitis 3-mal.
Hepatitis B ist auch eine STIKO-empfohlene Impfung bei Immunsuppression. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob das individuelle Lebensrisiko da entsprechend erhöht ist, aber es ist empfohlen und vorgeschlagen. Und wenn jemand noch reisen geht oder wenn jemand dann doch mal möglicherweise Kontakt hat mit dem Gesundheitssystem, ist es sicherlich zu empfehlen. Hier, sagt die STIKO, sollte man dann eben klassischerweise wie bei der Hep B 8 Wochen nach der letzten Gabe, nach der dritten Gabe eine Antikörperkontrolle machen. Da haben Sie ja dann eine schöne Ausschlussziffer. Und dann kann man entsprechend weiterschauen. Und dann geht natürlich dieses riesige Fass auf mit den Non-Respondern und den Titern. Das machen wir jetzt nicht auf. Ich mache es ganz schnell wieder zu. Da können wir mal anders drüber reden. Wichtig ist hier noch, die Leute denken, sagen dann immer, wir machen mal gleich die Twinrix. Aber Hepatitis A ist keine STIKO-Empfehlung bei Immunsuppression und ist weiter eine Selbstzahlerleistung. Also entweder müssen die Leute das als Igel-Leistung machen und dann die B-Komponente sich von der Kasse rauserstatten lassen oder die Kasse ist nett und zahlt beides. Oder man macht halt wirklich nur eine Engerix-B. Formal ist es nur die B. Darüber kann man diskutieren. Ich finde es ein Schmarrn, ehrlich gesagt. Weil ich meine, der Kostenpunkt ist gering und die Leute, die A gleich mitzumachen. Aber eigentlich ist es dann wirklich nur die B. Und es gibt natürlich den einen oder anderen, der reisemedizinisch eh schon die A hatte, die er dann meistens lebenslang hält. Und dann macht man halt nur die B. So, was brauchen wir noch für eine Impfung? Vorher eine Information auch zu Impfungen. Ich möchte auch ein bisschen ausgewogen hier darstellen. Hier, was diese Heilpraktikerin hier, Frau Zita Schwüter, uns mitteilt. Die hat nämlich was rausgefunden. Weiß nicht, ob es doppelblind randomisiert war, aber sie hat also eine Impfkrankheit mit schauerlichen Symptomen entdeckt. Und dass das Krebs durch Impfung ausgelöst, habe ich mir eh schon gedacht. Aber schauen Sie mal diese Krankheit. Und ich habe mir dann ein Studiendesign überlegt. Sie nehmen 9-jährige Jungs und fragen die, habt ihr das schon mal gemacht? Dann impfen Sie die irgendwas und dann fragen Sie sie mit 13 nochmal und dann werden Sie sehen, Sie werden eine sehr, sehr hohe Antwort. Also Frau Schwüter hat da durchaus recht und deswegen wollte ich Ihnen das nicht vorenthalten. Schön ist auch diese Handhaltung hier, ich weiß nicht, was es bedeutet. Es ist eine deutsche Zeitschrift, einer offiziellen Deutschland gedruckten Zeitschrift mit dieser Aussage, genau, die ich aufgrund der Ausgeglichenheit hier einfach mal so stehen lasse. Ich selber impfe lieber gegen eine Tumorerkrankung, eine mögliche Krebserkrankung, nämlich durch die humanen Papillomviren. Auch da könnte man impfen und deswegen sagt auch die STIKO, bei Immunsupprimierten sollte sie angeboten werden. Jetzt kommt natürlich das große Problem, dass die meisten Immunsupprimierten schon aus dem HPV-Alter so ein bisschen raus sind, also zumindest aus dem Alter, wo die HPV-Impfung Sinn macht, denn sie sollte ja wirklich vor dem 1.6. geimpft werden und da ist es ja meistens schon geschehen, aber man kann es sich eben trotzdem überlegen. Es gibt allerdings noch keine systematische Evidenz, vor allem bei denen, die schon HPV vorinfiziert sind. Wichtig ist, wenn sie es machen, braucht man natürlich immer die 3 Dosen. Die 2 Dosen funktionieren nur bei den Kindern von 9 bis 14. Das ist natürlich der ideale Zeitpunkt. Und es steht hier wirklich 9, nicht erschrecken. Man soll wirklich die Kinder impfen, bevor das Ganze ein Thema wird. Früher haben wir ja immer so gesagt, wir tasten uns da so im jugendlichen Alter ran, aber die STIKO hat inzwischen ganz klar gesagt, früh machen, Jungs und Mädels bis 17 Jahren nachholen. Bei der Immunsuppression bedeutet es in den meisten Fällen, dass es vielleicht nicht mehr das Thema ist im Leben. Aber wenn wirklich jemand entweder da noch sehr jung ist und eine entsprechende Therapie braucht, wäre das ein guter Zeitpunkt, das dann noch zu machen. Selbst wenn vielleicht schon Kontakte da waren und bei wem es auf jeden Fall natürlich Sinn macht, ist aufgrund der HPV-Verteilung. Hier ist das Zervixkarzinom, was ja fast 100% der Fälle ist und dann aber im Vulva-Vaginal, aber hier vor allem eben einfach auch für die MSMs, für Männer, die Sex mit Männern haben, als Analkarzinom und Peniskarzinom und auch das Oropharynxkarzinom. Diese Zahl ist jetzt so noch relativ gering, aber letztes Jahr war das erste Mal in den USA mehr Fälle durch HPV-assoziiertes Oropharynxkarzinom als durch andere Faktoren induziertes Oropharynxkarzinom. Also das ist sicherlich auch ein Thema. Und wenn wir von Sex reden, wir müssen ja darüber reden jetzt hier in dem Zusammenhang auch, es ist tatsächlich so, man glaubt es kaum, aber inzwischen kommen tatsächlich auch mit dem Mund-Rachenraum ab und zu mal Geschlechtsteile in Verbindung. Das war vielleicht vor 100 Jahren noch seltener, aber heutzutage ist die Chance, dass der HPV-Virus in den Mund-Rachenraum kommt, einfach für Jugendliche sehr, sehr groß, für beide Geschlechter. Wir wissen auch aus Studien, dass das Ausprobieren verschiedener Aktivitäten und auch durchaus das Ausprobieren verschiedener Geschlechtspartner auch, dass es wesentlich offener geworden ist und lockerer geworden ist. Und deswegen sagen wir so, das ist schon ein sehr breites Spektrum, wo HPV wirkt, bitte einfach dran denken. Aber vielleicht eben bei den Immunsupprimierten dann nicht mehr so zentral. Ich habe es trotzdem erwähnt, weil es mir auch wichtig ist. Und jetzt hier noch der Superimpfstoff des letzten Zeit, Shingrix. Auf den haben wir wirklich auch sich viele gefreut und gewartet. Zostavax ist eben
nicht mehr möglich. Erstens mal, weil es eben bei angeborener Immundefizienz kontraindiziert ist und weil die STIKO es auch nie erstattet hat. Also er ist ja nie erstattungsfähig. Hier sehen Sie nochmal die Chance, wie dass man einen Zoster bekommt oder eine postzosterische Neuralgie. Und es liegt natürlich teilweise ganz gut, auch mit den Autoimmunerkrankungen, dann zumindest hier steigt das so mit an. Also auf jeden Fall sinnvoll, das zu machen. Was bei dem Impfstoff eben das Erstaunliche war, ist, dass er eine Wirksamkeit hat, die gegen 100% geht. Und zwar eben nicht nur bei den 50-Jährigen, sondern auch bei den über 70-Jährigen. Also das schaffen die meisten anderen Impfstoffe in dem Alter nicht. Und deswegen hat die STIKO sich ziemlich schnell entschieden, nämlich schon 2018, die Impfung zu empfehlen. Und jetzt kommt hier der spannende Punkt für die Immunsuppression. Personen über 50 Jahre mit angeborener bzw. erworbener Immundefizienz bzw. Immunsuppression steht sogar als erstes da, als Indikationsimpfung. Über die 60-Jährigen ja und hier dann eben die ab 50-Jährigen. Und die Zulassung ist beantragt ab 18, jetzt gerade. Es wird etwa ein Jahr dauern, bis die EMA das bewilligt. Also das heißt, ich sage mal, gehe mal davon aus, Dezember 2020 ist hier dann möglicherweise ab 18 Jahre. Und dann können wir auch die Immunsupprimierten, die jünger sind, mit ihren rezidivierenden Zosterfällen gut behandeln. Im Augenblick ist die 50er-Grenze, steht noch so drin. Ich halte die auch relativ streng ein, weil mir der Impfstoff noch zu neu ist. Ich bin ja bei Impfungen sehr entspannt eigentlich, aber bei so einem neuen Impfstoff, wie gesagt, diese 50er-Grenze ist im Augenblick noch relevant. Bitte vergessen Sie mir diese Impfung nicht. Die ist nämlich weltweit die Serotypen ganz toll verteilt. Was ist es hier? Meningokokken, genau. Das ist ja wirklich diese bunte Karte, da gibt es jedes Jahr verschiedene Karten, die schauen alle anders aus und manchmal sind es nur einzelne Länder und manchmal sind es einzelne Gegenden. Bitte vergessen Sie es mir nicht, es ist eine eindeutige STIKO-Empfehlung und zwar sowohl den Vierfach-Konjugat-Impfstoff zu nehmen gegen die vier Serogruppen, die da drin sind, als auch die B-Impfung. Die B-Impfung beim Erwachsenen zweimal. Es gibt zwei Impfstoffe, beide können auch koadministriert werden mit der ersten Gabe dieses Impfstoffes und dass man die entsprechend dann auch machen soll. Eventuell kann man nach 5 Jahren auffrischen, das ist bisher selten der Fall gewesen. Die B gibt es auch noch gar nicht so lange. Aber B ist auch eine Empfehlung und ist auch in jeder Impfsoftware so drinnen. Gelbfieber, ganz kurz noch, wir haben es erwähnt, Sie dürfen unter Immunsuppression das nicht impfen. Das würde ich auch nie machen. Also beißt die Maus keinen Faden ab. Gelbfieber unter Immunsuppression, da bin ich sehr, sehr streng. Und deswegen sollte man zweifelsfrei auch sagen, fahren Sie dann lieber nicht dorthin. Ob das dann was hilft, weiß ich nicht. Aber hier gilt, würde ich die Regel vorher fragen, vorher impfen. Ich weiß, es ist irgendwie seltsam, jemanden zu fragen, wenn Sie die Standardimpfung machen, was haben Sie eigentlich in den nächsten 30 Jahren noch für Reisen vor? Aber wenn Sie die Gelbfieberimpfung nicht vor Beginn der Immunsuppression machen, wird es nachher einfach schwierig. Das heißt, das ist jetzt wirklich so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Der Patient sagt Ihnen, der Rheumatologe wird mir jetzt in 6 Wochen, legen wir los mit Rituximab oder was anderem. Dann machen Sie die Standardimpfungen, fangen Sie die Pneumokokken an, die Prävenar, machen Sie die Influenza, ganz klar, machen Sie die Hepatitis B, die ersten beiden vielleicht oder die erste. Und dann fragen Sie, wie schaut es eigentlich aus? Glauben Sie, Ihr Lebensweg wird Sie nochmal nach Brasilien führen auf eine schöne Reise oder vielleicht auch nach Afrika? Wie schaut es mit der Gelbfieberimpfung aus? Dann machen wir die jetzt und nutzen wir die Chance. Weil sonst ist die Chance eigentlich fast vorbei aus meiner Sicht, muss man leider sagen. Beim Typhus vielleicht reisemedizinisch noch ganz wichtig. Bitte nehmen Sie dann nur den Totimpfstoff. Impfen Sie Leute dann nur tot mit dem parenteralen Impfstoff. Weil der orale Typhusimpfstoff ist auch ein Lebendimpfstoff. Der spielt zwar sonst keine Rolle beim Immunkompetenten. Und da können Sie die orale Typhusimpfung jederzeit zwischen reinschieben. Da kann der Gelbfieber gestern haben und MMR in ein paar Wochen. Ganz egal. Aber beim Immunsupprimierten keine orale Typhusimpfung, bitte. Außerdem ganz wichtig, auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, das kann ja manchmal zusammenkommen, chronisch entzündliche Darm und Immunsuppression, dann wäre TÜV-Oral wirklich ein Käse. Vergessen Sie mir die Standardimpfungen nicht hier, zum Beispiel bei Schwangerschaft oder Schwangerschaftsplanung. Die MMR wissen Sie ja, bald kommt die ja dann zweimal wahrscheinlich für alle im Gesundheitswesen und alle, die es betrifft. Das wird noch ganz spannend, wie das werden wird. Vergessen Sie die Rötelimpfung nicht, das sind jetzt alles leider Lebendimpfungen. Und vergessen Sie mir hier nicht den Keuchhusten, hier dieses wunderbare Broadway-Musical, The Girl with the Whooping Cough, The Latest Parisian Sensation. Die Regina hat es dann alle Männer weitergegeben und am Schluss macht sie noch einen Dance-Act. Auf jeden Fall können Sie Pertussis auffrischen. Standardmäßig sagt die STIKO ja nur einmal bei der nächsten Tetanusimpfung. Ich mache es weiter alle 10 Jahre, so wie die SIKO sagen, die Österreicher das sagen, die Slowaken das sagen, die Amerikaner, die Engländer, die Kanadier und alle anderen. Und Polio vielleicht noch dran denken. Und hier gibt es noch eine ganz tolle Impfung als Standardimpfung. Die interessiert uns bei der Immunsuppression nicht, weil da impfen wir eh alle Influenza. Aber unter Schwangerschaft tatsächlich darf man Influenza impfen. Die Quote ist hier 9,7% in Deutschland. So, habe ich noch 5 Minuten? Ja, ich bin begeistert.
Was machen wir jetzt mit dem Impfmanagement? Jetzt habe ich Ihnen das erzählt und Sie haben alle zugehört und denken sich, der redet ganz schön schnell, aber es ist interessant. Morgen wissen Sie noch 99% davon, in 3 Wochen vielleicht noch 80%. Das geht mir genauso. Deswegen habe ich ein Impfmanagement seit vielen Jahren in der Praxis, was mein Hirn entlastet und mir hilft. Und so ein Impfmanagement soll einfach nicht nur meine Zahlen hochtreiben, also quantitativ mehr Impfungen machen und irgendwo Ziffern eintragen, sondern auch vor allem qualitativ. Und das Impfmanagementsystem muss einfach so sein, dass es Impflücken erkennt, Fehler bei der Behandlung erkennt und Fehler mit Impfstoff vermeidet. Und dafür gibt es verschiedene Systeme. Es sind alles sogenannte Decision Support Systems. Die müssen auch alle beweisen, dass sie klüger sind als der Mensch. Sprich, der muss weniger Fehler beim Impfen machen als die Menschen, die gegen das System getestet werden. So ähnlich wie so Schachcomputer. Und das hilft im Endeffekt in der Planung und Entscheidungsprozess. Das ist alles gesetzlich auch inzwischen sehr streng geregelt. Und da gibt es welche, und diese haben immer eine Schnittstelle zu ihrer PVS. Schnittstelle deswegen, damit diese Software erkennt, wie heißt der Patient, was hat der für eine Nummer, was hat der für ein Geschlecht, wenn es geschlechtsspezifische Impfungen gibt, gibt es ja, wie alt ist der oder die und vor allem, und das ist eigentlich das Schönste, der liest die ICD-10-Codes aus ihrer Praxissoftware raus. Und da gibt es einen ICD-10-Code, den ich sehr liebe und den Sie ab jetzt bitte auch noch mehr lieben müssen, das heißt D90, das ist Immunsuppression durch medizinische Maßnahmen. Das können Sie als Dauerdiagnose hinterlegen und dann wird eine gute Impfsoftware das ganze Thema Impfen bei Immunsuppression für Sie erledigen. Ich zeige es Ihnen gleich nachher, wie das funktioniert. Außerdem gibt es einen Impfplan, der erstellt wird und eine Impfsoftware sollte außerdem alle länderspezifischen, KV-spezifischen Regelungen berücksichtigen. Wir haben in Bayern andere Regelungen als in Baden-Württemberg und in Sachsen und das sollte so eine Software können. Und dann schaut so ein Plan zum Beispiel so aus, hier mal jetzt eine ganz gesunde 30-jährige Patientin, die hat noch keine Impfung bekommen und dann sehen Sie, das braucht sie. Sie braucht Tetanus, Diphtherie, Polio, Keuchhusten, sie braucht eine Masernimpfung, weil sie nach 1970 geboren ist und 2 Rötelnimpfungen als Frau und dann sehen Sie auch, wie viele Impfungen man braucht. Das klingt jetzt noch einfach. Spannend wird es dann, wenn der Patient jetzt schon Impfungen hat vorher. Ich weiß, es schaut gruselig aus. Aber wenn der jetzt einen Beruf hat, zum Beispiel ist der im medizinischen Dienst jetzt hier, also braucht er Masern, Mumps, Röteln, Windpocken. Wenn der zum Beispiel ein Risiko hat, Pneumo-Influenza, zum Beispiel eine COPD. Oder wenn er auf eine Reise geht, tollwut-japanische Typhus. Das können Sie in diesem System durch Dropdown-Menüs auswählen. Das wird durch die Dauerdiagnosen generiert oder durch ein Berufsauswahlmenü. Und dann erstellt er Ihnen einen Impfplan. Und dieser Impfplan ist sicherer und verlässlicher als alles das, was ich erzählen kann, was Sie sich merken können, was man sich irgendwo aufschreiben kann. Und Sie können recallen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Sie mal die erste Prävenar gemacht haben beim Immunsupprimierten oder die erste Hepatitis B oder was anderes, dann werden Sie nach ein paar Monaten es vergessen, der Patient vielleicht auch. Und wie funktioniert bis jetzt der Recall oft? Sie nehmen einen gelben Post-it, kleben den auf den Impfpass und tun mit Bleistift irgendwas draufkritzeln. Das schaut ganz nett aus, ist auch schön, hat auch Tradition. Da wird mir auch warm ums Herz. Aber es ist vielleicht nicht so effektiv wie ein automatisierter Recall, ein Brief, der zum Patienten kommt und ganz klar sagt, diese Impfungen sind bei Ihnen jetzt noch fällig. Da müssen Sie auch nicht denken, das macht die Software selbst. Und irgendwann kommt der E-Impfpass, das ist nicht mehr aufzuhalten, in 2 Jahren spätestens. Und dann können Sie aus allem, was Sie dann in dieser Impfsoftware haben, das dann auch synchronisieren. Schaut auch furchtbar aus, die Folie, ich weiß, aber da gibt es halt alles mit Datenschutz und Locken und QR-Code. Können wir da noch drüber reden, wenn es soweit ist. Aber der E-Impfpass wird kommen und das ist der erste Schritt dahin. Und jetzt zeige ich Ihnen, warum ich das Impfmanagement so gut finde bei Immunsuppression. Es ist komplex, haben wir schon gesagt. Es ist der Hausarzt und mehrere Fachärzte involviert. Viele Fachärzte überlassen den Impfvorgang dem Hausarzt, aber der ist damit häufig überfordert, haben wir gesagt. Die Therapien haben zugenommen. Wir wissen aus Studien, leider nur etwa 20% der Ärzte besprechen Impfungen in diesem Austausch an dieser Schnittstelle. Und hier sehen Sie nochmal die Zahl, 4,4% bei der Pneumokokken. Und das haben wir nochmal aufgezählt hier, das ist aus so einem Infoflyer, den ich gemacht habe, was die Schwierigkeiten eben sind. Die Leute sind verunsichert, sind zurückhaltend, oh Gott, Immunsuppression, die Abstimmung klappt eben nicht so, wie es sein sollte. Und was haben wir jetzt entworfen? Einerseits, ich zeige Ihnen gleich auch, wo Sie den Flyer runterladen können, wir haben so eine Checkliste gemacht, die Diagnose soll dokumentiert werden, die Immunsuppression soll in der Software vermerkt werden, wenn Sie eine haben, der Patient muss informiert werden, der Recall eingerichtet werden, die Titerkontrollen und so weiter. Totimpfstoff ist immer möglich, Lebendimpfstoff im Einzelfall, mit Facharzt den Impfplan feststellen, legen und so weiter. So eine Checkliste. Und dann haben wir noch etwas gemacht, was zum Beispiel mit der Praxis Dr. Welker schon seit Jahren so ist. Wir haben so einen Laufzettel immer entworfen, der dann eben weitergegeben wurde, wo wirklich steht Name, Erkrankung, Medikation. Hier fehlt noch, wann es losgeht und ob es immunsupprimiert ist oder nicht. Das ist noch die erste Version. Und eben
dann die jeweiligen Impfungen, die sinnvoll sind, eben bei Immunsuppression hier alle aufgezählt, gegebenenfalls auch ein paar andere noch dazu. Und das ist im April 19 rausgekommen, wenn Sie diesen Zettel mal sehen wollen, die ganzen Hintergründe, das habe ich mit dem Markus Frühwein zusammengeschrieben, das ist auf der Seite von der Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin, gzem.de, Praxisinfo, da können Sie die PDF runterladen. Das ist die erste Lösung, aber das ist ein Stück Papier und ein Laufzettel, aber das ist sicherlich eine gute Sache, aber ich zeige Ihnen jetzt nochmal, was die Software machen würde zum Abschluss. Das ist ein Patient, der hier willkürlich ausgewählt ist, nämlich ich selber, und es ist bevor ich immunsupprimiert bin, und jetzt gebe ich einfach die Dauerdiagnose D90 ein, mehr mache ich nicht, ich gehe in meine Software, tippe D90 Dauerdiagnose und schlups, gibt er mir hier vor, dass ich noch Pneumokokken brauche, und er macht die Meningokokken auf. Und er bei der Hepatitis B, da war der Titer, deswegen gibt er es nicht vor. Aber letztendlich mit einem Klick macht die Software das selber, was Sie sonst machen oder denken müssen. Und so letztendlich, glaube ich, ist der effektivste Weg, das zu machen. Bis dahin, bitte sprecht miteinander, Hausärzte und Fachärzte. Stellt die Indikation für die Impfungen, versucht die Lücke zu definieren, in der man noch impfen kann. Arbeitet mit Laufzetteln, wie es entweder schon gibt, zum Beispiel in der Praxis Dr. Welker oder auch bei anderen Kollegen, oder mit dem Laufzettel, den wir da noch mitentwickelt haben. Und dass man damit ein bisschen das Ganze voranbringt, dass in der Zeit auch wirklich geimpft wird. Und ich schließe nochmal mit den Merksätzen, damit wir es noch einmal wiederholt haben. Totimpfstoffe können grundsätzlich angewendet werden. Eventuell serologische Kontrolle, die STIKO sagt es explizit für die Hep B, aber theoretisch auch für andere, aber das ist auch ein weites Feld. Idealerweise 2, besser 4 Wochen vor Beginn einer Therapie die Impfungen machen, die man auf jeden Fall machen möchte. Bei den bestimmten Antikörpern sollte man ein bisschen länger Zeit vorher lassen, aber das ist die Ausnahme, aber letztendlich halt wie viel Zeit ist. Und während einer immunsuppressiven Therapie dann geimpft werden, wenn deren stabil ist, und die Therapie, sofern planbar, so wenig wie möglich ist. Aber Sie können jederzeit impfen. Und ich schließe mit einem hoffnungsvollen Bild einer Partei, von der ich immer gedacht habe, sie möchte eigentlich nur, dass Homöopathie Kassenleistung wird. Aber schauen Sie mal, wie die drei sich hier durchgerungen haben. Die Gesichter schauen etwas verkrampft aus. Aber immerhin hier die Grünen sogar. Impfen schützt dich, deine Kinder und deren Freunde. Wer hätte das gedacht? Es macht Hoffnung, dass da auch lernfähig ist. Und in diesem Sinne, glaube ich, stehe ich Ihnen für Fragen mit großer Freude zur Verfügung. Hier haben wir noch Zeit, sehe ich. Und schließe mit einer Erinnerung an eine Impfung. Eine Krankheit, die es nicht mehr gibt. Man glaubt es nicht, man kann Krankheiten ausrotten. Die Pocken, man kann auch die Masern ausrotten, die sind nur humanpathogen. Wenn wir die Masern wegimpfen, sind die Masern weg. Unglaublicher war. Rudolf Steiner wäre traurig, weil die Masern sind ja sehr wichtig für die Entwicklung des Menschen. Aber ehrlich gesagt, damit müssen wir alle leben, auch Rudolf Steiner. Und ich danke Ihnen ganz herzlich.